Herr und Frau Simon, die neuen Ehrenbürger von Hasborn. Es macht Sie ja sicherlich stolz, aber Sie haben eben gesagt, aber doch irgendwo normal. Ja, das ist eine große Ehre für uns, aber ich will der normale Hermann Simon aus Hasborn bleiben. Aber es ist auch etwas was ganz Besonderes, dass die Ehefrau auch geehrt wird. Und das war ja mehrfach rauszuhören, dass es nicht so war, dass man gesagt hat, naja, okay, wenn man den Hermann Simon ehrt, muss man die Frau ja mitmachen. Nein, nein, sie hat sich das auch verdient und redlich erarbeitet. Und dazu auch mein Kompliment und Gratulation. Sie sind ja nicht nur der Ehemann von jemandem, der sich in Hasborn engagiert, sondern Sie selber sind ja auch ein Aktivposten. Und denke, da ist die Ehrung auch zurecht. Und aber wenn man jetzt so eine Ehrung hat, hört man dann auf und sagt, okay, mehr geht nicht oder geht es jetzt erst richtig los? Auch die Projekte machen mir viel mehr Spaß als die Ehrung. Weil in der Tat habe ich viele Ideen für Hasborn. Ich habe auch wieder neue Ideen für Hasborn. Und mit Hermanns finanzieller Hilfe werde ich die auch wieder stemmen können. Aber ich war sehr überrascht, dass ich als Nicht-Hasbornerin hier Ehrenbürgerin wurde. Ehrlich gesagt war mir das auch etwas unangenehm. Weil in diesem Dorf gibt es so viele Frauen, die ein Leben lang einen Kuchen backen oder 5 Kuchen im Jahr, um die Vereine zu unterstützen. Im Vergleich dazu habe ich ja fast nichts gemacht. So empfinde ich das. Aber, wie auch wieder rauszuhören war, auch als Fremen, ja, haben Sie sich ja trotzdem engagiert und Sie sind in die Gemeinschaft reingewachsen und dadurch zwar kein geborener Hasborner, aber letztendlich gehören sie genauso dazu und können ein Wir-Gefühl entwickeln, wie es die anderen Hasborner auch machen. Das würde mich freuen, wenn das so ist, ja. Also da kann ich nur bestätigen, das habe ich also mehrfach heute Abend zu hören bekommen. Ja? Also es ist immer so, wenn ich mal alleine nach Hasborn komme, fragen die Leute nur, wo ist Zilli? Das kommt auch vor, dass sie alleine kommen? Ja, manchmal fahre ich alleine hier hin, mal einen Tag, um auszuspannen von der Industriegesellschaft. Und die Frage, die Standardfrage ist immer, wo ist Zilli? Ja, also die Hasborner kennen Sie alle, auch die Dazugezogenen, weil sie halt auch sehr aktiv sind. Aber was Sie auch selber mehr in einem anderen Gespräch gesagt haben, Sie kommen hier nach Hasborn, ziehen den alten Arbeitskittel des Vaters an, gehen auf den Traktor und fahren über die Felder und das ist für Sie Freiheit. Das machen wir auch manchmal. Besonders Spaß macht das neuerdings mit meinem Enkel. Wir haben einen 8-jährigen Enkel und der macht das natürlich sehr gerne mit dem Traktor hier über die Felder fahren. Und dann mit dem Herzen immer dabei. Und es ist ja eine Dynamik in einem solchen Ort. Aber dann immer dran zu bleiben, ist das schwierig? Ja, man kennt natürlich nicht alle, die neu hinzugezogen sind, aber wenn ich denen auf der Straße begegne, dann frage ich auch schon mal, wie Cecilia gesagt hat, wer Bastau, manchmal auch auf Hochdeutsch und da lernt man auch die Neuen kennen. Es ist ja nicht so, jetzt spreche ich auch als ehemaliger Bürger der Nachbargemeinde Kreimerath, Sie engagieren sich ja nicht nur für Hasborn, sondern helfen ja auch bei anderen Projekten. Ich denke an die 250-Jahr-Feier der Pfarrgemeinde Kreimerath. Auch da waren Sie engagiert. Also ein bisschen über den Tellerrand heraus sind Sie auch noch da für die Bürger. Ja gut, ich berate ja auch manchmal den Landrat oder den Bürgermeister der Verbandsgemeinde, wenn die irgendwelche Fragen haben. Und ich sehe mich als Heimat oder mit der Region verbunden und nicht nur auf das Heimatdorf Hasborn beschränkt. Und Sie sind Vorsitzender des Kuratoriums der Stadt Wittlich. Ist ja auch ein Ehrenamt, was nicht zu unterschätzen ist und was auch Zeit beansprucht und Know-how. Wie sieht das die Frau, wenn der Mann in die Heimat kommt zum Entspannen, ist aber dann doch irgendwo wieder unterwegs? Ich finde das wunderbar, weil ich kann mitfahren, wann immer ich möchte oder zu Hause bleiben. Aber ich fahre auch gerne nach Wittlich oder Hasborn, weil wir atmen hier einfach eine andere Luft. Wir sind hier näher an den Menschen als in Bonn. Sie haben auch aufgrund der Liebe zur Eifel mal einen Begriff kreiert, die Eifelkeit. Ich glaube, treffender kann man eine Person nicht beschreiben, die sich in der Eifel wohlfühlt, die dort verwurzelt ist. Wie kommt man darauf, einen solchen Begriff zu kreieren? Ich sollte eine Lobrede auf Mario Adorf halten, der ja auch aus der Eifel, aus Mayen stammt.
Und wir haben über Bodenständigkeit gesprochen und Mario Adorf hat ein Motto: Man soll nicht weiter springen, als man spucken kann. Und das ist ja so, bleib bescheiden, übertreib's nicht. Und da ist mir einfach als Gegenteil von Eitelkeit Eifelkeit eingefallen. Und ich denke, das beschreibt diese Bodenständigkeit der Eifler sehr gut. Ja, auch sehr treffend, genau. Haben Sie auch so ein Gefühl der Eifelkeit? Ich bin aus dem Hunsrück. Das ist eine viel härtere Gegend als die Eifel. Da liegt viel mehr Schnee und das ist viel kälter. Also ich identifiziere mich immer noch mehr mit dem Hunsrück. Sind Sie da auch ähnlich verwurzelt wie Ihr Mann? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht? Nein. Also doch ein bisschen mehr Eifelkeit. Komm, jetzt, also jetzt auf jeden Fall verbringe bitte. Ich viel mehr Zeit in der Eifel als im Hunsrück. Okay. Und Sie fühlen sich doch wohl. Ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen beiden, dass Sie gesund bleiben und noch viele, viele Gelegenheiten haben, zurück nach Hasborn. Sie kommen ja nicht zurück nach Hasborn, weil Sie sind ja eigentlich immer in Hasborn. Ja? Und dass Sie noch viele schöne Stunden hier erleben dürfen im Kreis dieser ganz tollen Gemeinde. Man hat ja gesehen, hier gibt es ein ganz tolles Wir-Gefühl. Und Sie dann ein Teil davon zu sein, ist ja sicherlich auch toll. Alles Gute dafür, vielen Dank für das Gespräch und noch viel Spaß heute Abend. Dankeschön. Sie haben es sich verdient. Dankeschön, Herr Mann-Josef. Ja.